Wir haben ja hier schon öfter darüber berichtet, der Wettlauf um den Mars hat begonnen. Nee, Moment mal, um den Mond. Hat jetzt auch der Wettlauf um den Mars begonnen? Jetzt haben jedenfalls die Chinesen konkrete Pläne für eine grüne Kolonie auf dem Mars vorgestellt. Konkret geht's um einen komplett vertikalen Wald. Wie die Kolonie auf dem roten Planeten aussehen soll und wie realistisch diese Idee wirklich ist und wie ist die Lage auf dem Mars? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Nicht wenige gehen davon aus, dass in spätestens 100 Jahren Bäume auf dem Mars wachsen, die es dann auch möglich für uns Menschen machen, dort zu leben. Wir berichten hier ja immer mal wieder über eine mögliche Besiedlung des Mars. Elon Musk mit SpaceX ist ganz vorne mit dabei. Jetzt hat auch die chinesische Weltraumorganisation Pläne zu einer Marskolonie vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Star-Architekten Stefano Boeri soll eine grüne Marskolonie entstehen mit sogenannten vertikalen Wäldern. Und dafür ist der Künstler bekannt. Schon 2014 hat der Architekt das Projekt Bosco Verticale abgeschlossen. Ein vertikaler Wald quasi, anders ausgedrückt. Zwei begrünte Hochhäuser in Mailand. Und das ist wirklich beeindruckend. Das eine Haus ist beispielsweise 27 Stockwerke hoch und misst knapp 120 Meter. An seinen Seiten wachsen tausende Pflanzen, Hecken, Sträucher und auch ganze Bäume. Und das ist wohl auch in China auf Interesse gestoßen. Es folgten mehrere Aufträge für Boeri. Unter anderem arbeitet er jetzt daran, einen kompletten chinesischen Stadtteil grün zu machen. Laut seinen Plänen sollen in der Forest City, also Waldstadt in der chinesischen Stadt Shijiazhuang, 100.000 Menschen leben können. Dabei geht es lediglich um eine Fläche von 225 Quadratkilometern. Die unzähligen Pflanzen dort sollen seinen Angaben zufolge die Lebensqualität der Menschen dort stark verbessern. Denn Bäume und andere Pflanzen würden nicht nur die Luft reinigen, sondern würden auch für eine natürliche Dämmung sorgen. Doch seine künstlerischen Projekte will er nicht nur auf der Erde umsetzen, sondern bald auch im Weltraum. Konkret hat Stefano Boeri an einem Projekt mitgearbeitet, in dem Ideen entwickelt werden sollten, wie wir in 100 Jahren leben könnten. Der Name des Konzepts: New Shanghai. Falls dann der Meeresspiegel die Erde mehr oder minder unbewohnbar machen sollte, hat Boeri also vorgeschlagen, eine Art Ökostadt auf dem Mars zu bauen. In riesigen, versiegelten Kuppeln sollen Türme stehen, die mit Pflanzen bedeckt sind. Diese runden, hülsenartigen Gefäße sollen zunächst von der Erde auf den Mars gebracht werden und dort dann die grüne Kolonie bilden. Nach Boeris Idee würden auch wir Menschen in diesen Kuppeln leben. Was für eine Vision. Ganze abgeschlossene Ökosysteme, die wie eine Art Samen auf dem roten Planeten gepflanzt werden könnten. Boeris Projekt ist künstlerisch angehaucht. Seine Installation kann man mit Augmented Reality Technologie schon heute hautnah erleben. Doch an diesem Projekt ist nicht alles nur Kunst. Tatsächlich sind auch die Tongji Universität und die chinesische Raumfahrtbehörde beteiligt. Doch wie genau soll das Ganze tatsächlich funktionieren? Die Bedingungen auf dem Mars sind ja nicht gerade lebensfreundlich, auch wenn der Mars der Planet in unserem Sonnensystem ist, der der Erde am ähnlichsten ist. Nicht nur die durchschnittliche Temperatur von -56 Grad Celsius, die würde es uns Menschen dort sehr schwer machen. Zudem gibt es wahnsinnig wenig Sauerstoff. Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und ist etwa 100 Mal dünner als hier auf der Erde. Spezielle Raumanzüge müssten Leben auf dem Mars selbst zudem von der kosmischen Strahlung schützen. Das sind also die Bedingungen, die auf dem roten Planeten vorherrschen, und die zukünftigen Kolonien müssten diesen trotzen. Wie das genau funktionieren soll, dazu hat sich die chinesische Weltraumorganisation noch nicht konkret geäußert, aber sie haben ja noch 100 Jahre Zeit, um das Ganze technisch umzusetzen. Realistisch betrachtet ist die ganze Idee derzeit allerdings nicht mehr als eine kühne Vision. Doch fest steht, China hat große Pläne und alles sieht bislang danach aus, als würden die Chinesen dem Westen in Sachen Weltraum schon bald den Rang ablaufen. Schauen wir mal. Wenn ihr kein Video zur Entwicklung der Raumfahrt und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, nur dann verpasst ihr auch wirklich kein Video. Hier geht es weiter mit dem Video zum Thema Helium-3-Abbau auf dem Mond. Durch wen wohl? Ja, China. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.